Herzliches Grüß Gott, hallo auf der Insel Adarmus. Ja, in der letzten Folge zu Ende haben wir ja gesehen, dass ich auf dieser Insel angelandet bin und schon ein bisschen gequatscht habe. Ja, es gibt hier fleißige Holzfäller, Holzsäger und mit Alex haben wir gequatscht, mit Iram haben wir gequatscht. Aber was mich interessiert ist, wo ist dieser Rosch? Gucken wir erstmal uns die Bewöhnertjes an. Mit den beiden haben wir auch schon gelabert. So, hier im unmittelbaren Feld. Ruba. Hallo, kannst du mir sagen, was hier los ist? Ach, früher war alles besser. Heute hocke ich hier vom Lagerfeuer und hoffe, dass der Krieg mit den Orks bald vorbei sein wird. So aber lebt man ständig in der Angst, dass hier noch was ganz Schlimmes passiert. Oh ja, Ruba. Aber gib mir erstmal dein Geld. Hallo. Warten wir ja schon heute hocke ich so. Vertippt. Ja. Dann gibt es hier noch so ein paar Stampfies. Die Anne und die Jean oder Jean. Oder Jean. Ich weiß nicht. Na, du schön Stampfen. Hallo. Lass mich in Ruhe. Ja. Dafür musst du büßen. So, ist die nächste auch so pumpig? Wie heißt die? Anne. Okay. Hallo, wer bist du? Mein Name ist Anne. Und wer bist du, Fremder? Mein Name ist Roland. Darf ich dich mal was fragen? Du siehst ja aus wie Velaya. Schon aufgefallen? Das habe ich jetzt gerade eben am Zopf hinten gesehen und an der roten Schleife. Darf ich dich was fragen? Besser nicht. Die Söldner werden sonst misstrauisch. Sie sehen es nicht gerne, wenn wir mit Fremden reden. Du solltest daher besser gehen. Naja. Aber vorher nehme ich deinen Geldbeutel mit. Ich habe da mal eine Frage. Tut mir leid. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für dich. Ich habe noch jede Menge zu tun. Okay, Anne, dann ist gut. Ja. Ah, das finde ich schön. Ich kenne übrigens einen Ort, da ist das genauso hier angelegt. Und ein paar Brotbackhäuschen ist auch noch dabei. Vielleicht werde ich mal in einer meiner Newsletter mal davon berichten. Jep. Hier waren wir drin in dem Haus. Wie kommen wir denn hier rein? Hier gibt es einen Kochlöffel. Gibt es denn irgendwas von Mecca, wenn ich den nehme? Nö, von Adele gibt es nicht. Was ist denn hier? Oh. Irgendwie ein Mesh kaputt. Aber das ist nicht so schlimm. Das soll uns nicht stören. Was liegt denn da unten drunter? Seht ihr das? Eine Klappmuschel. Aber da kommen wir ran. Ja. Jo, Käse kann man immer gebrauchen. Gebratenes Fleisch. Ein paar Truhen. Oder nur eine. Die sieht nicht verschlossen aus. Mal gucken, was die Reichen. Reich sind sie ja nicht. Die haben alle ihr Geld dabei. Deswegen ist nichts in der Truhe. Oh, der sieht gefährlich aus. Das ist Gott. Wer bist du? Was willst du hier? Ich. Hör mal, ich habe weder die Zeit noch die Lust, meine Zeit mit dir zu verschwenden. Geil. Ich bin Costa. Costa ist fast gar nichts. Costa, ja, ist gut. Was? Der will gar nichts? Der will. Ah, der lässt. Ah, ey. Ah, nee, Costas. Ja, was ist denn hier passiert? Am Renderer kann das nicht liegen, weil das habe ich nämlich auch ohne Renderer ausprobiert. Hier gibt es irgendwie so ein paar Mesh-Fehler, Texturfehler, weiß ich jetzt nicht. Ich bin ja nicht so der 3D-Friend. Lando. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Mhm. Das ist Aaron. Sieh an, ein Schoßhund des Königs. Was willst du hier? Steuern kassieren und uns sagen, dass wir uns nicht an die Gesetze gehalten haben? Was? Nun, ich... Egal, was du hier willst. Wenn du Ärger machst, dann wirst du erfahren, was Schmerzen sind, klar? Wenn du meinst. Hau schon ab! Oh, also das sind die besagten Söldner, von denen der Typi mich am Anfang gewarnt hat.
Vielleicht sollte ich doch mal reingehen. Vielleicht sollte ich da mal doch reingehen. Vielleicht gibt es mal wieder schön. Oh, ich geh mal rein. Hey, jetzt geht's zur Sache. Du hast keine Erlaubnis, dieses Haus zu betreten. Ach so. Und damit du dir das ein für alle Mal merkst, gibt's jetzt was aufs Maul. Okay. Bescheid gewusst. Dann habe ich glücklicherweise vorher abgespeichert. Jetzt wollen wir das Spiel mal laden. Und ich bin gespannt auf die neuen Ladehinweise. Jäger und Schützenrüstung geben dir einen Fernkampfbonus. Schön. Gut, okay, dann haben wir mal hier aus diesem Bereich ab. Vielleicht lässt sich aber hier noch irgendwas finden. Och Gott, Pablo, was hängst denn du hier in der Ecke rum? Aber erstmal gib mal dein Gold. Hallo. Hallo. Was machst du hier? Na, was schon? Ich ruhe mich ein bisschen aus. Die Feldarbeit ist einfach viel zu anstrengend für mich. Das sollten Bantor, Salentin, Salvador und Tarek endlich einsehen und mich einfach in Ruhe lassen. Aha. Aha, sorry, die Kameraeinstellung war hier nicht so ganz prima. Na, wie geht's? Gut, solange ich nicht auf dem Feld mitarbeiten muss. Aha. Da deucht mir doch eine Quest. Und zwar bestimmt eine Feldquest. Hier gibt's doch noch was. Jep. Eine Klappmuschel. Das ist ein Boot. Den wir auch. Hier ist auch noch was. Eine Hornmuschel. Ah, man guckt immer so ein bisschen hinter die Häuser, ne? Kann ja sein, dass lustigerweise mal eine Latrine versteckt ist. Darauf warte ich ja schon immer die ganze Zeit, dass irgendwelche Latrinen irgendwie versteckt sind. Das ist so ein schönes Gimmick. Hab ich mal in einer Mod gesehen. Hey, Wagner! Warte mal! Hallo, was machst du hier? Wagenräder oder was? Hallo, was machst du hier? Ich bin der Verwalter und für die Nahrungsmittel verantwortlich. Ich glaube, dass ich damit einen ziemlich guten Job ergattert habe. Was denkst du über die Söldner? Die meisten sind dumm. Aber das Klischee, dass man sich bei ihnen nur mit Muskeln durchsetzen kann. Naja, so ganz stimmt das nicht. Zumindest Roche ist da nicht zu unterschätzen. Okay. Was steht hier? Das Gewehr gewagt? Na, das wage ich noch nicht. Und sonst? Wenn man von den Korsaren, den Orks und Bestien des Waldes absieht, ist alles in Ordnung. Also gibt es hier auch schon mal einen Wald, das ist gut. Ich wollte... Lass mich in Ruhe. Och Gott. Herr Wagner, die sind auch alle so ein bisschen vergnatzt hier auf der Insel. So, was könnte denn das hier sein? Ist das hier sowas wie ein Sack mit Kartoffeln? Das werden wir mal gleich erfahren. Ein Sack mit Gemüse, aha. Was haben wir hier? Ein Fass mit Fisch. Auch schön. Das heißt also, hier haben wir jede Menge Proviant. Also verhungern können wir hier nicht. Gibt es hier noch was in der Ecke? Ich liebe es, ja. Aber nicht, wenn die Kamera hier so blöd macht. War wohl nix. Okay. Oh, da ist ein Söldner. Ja, hallo, grüß dich. Ja, dich lasse ich mal in Ruhe. Du bist Dale. Hey! Dale will's wissen. Quest-Würfelspiel. Ja, dann wollen wir mal würfeln. Aber erstmal gucken. Dale, hallo Fremder. Na, wie sieht es aus? Lust, ein paar Runden zu würfeln. Hier fehlt wahrscheinlich noch die... Ja, genau, die Sprachdateien. Der Einsatz hier spielt beträgt nur 50 Goldstücke. Ja, Dale. Hey! Wie geht's denn weiter? Wäre gewagt sein... was ist denn hier mit Würfeln? Kann ich jetzt hier würfeln oder nicht? Ich versuche hier zu würfeln. Moment mal, vielleicht steht was im Logbuch drin. Dale will's wissen. Der Söldner Dale, der sich ständig in der Kneipe auf der Insel aufhält, bot mir an, oh, mein Lesen wieder, mit ihm zu würfeln. Der Einsatz beträgt 50 Goldstücke. Das Spiel findet in der Kneipe statt. Dort kann ich ihn zwischen 8 Uhr und Mitternacht darauf ansprechen. Beim Spielen sollte ich besser einige Würfel benutzen. Ach, eigene. Oh,
Leute, seht es mir nach, ihr lest schneller. Ich habe meine Brille nicht auf, auch das kommt vor. Auch einen Würfelbecher sollte ich haben. Wenn ich keine Würfel oder einen Becher habe, soll ich mal beim Händler Melvin vorbeischauen. Vielleicht bietet er beides an. Hinweis, Würfel muss man wie ein Amulett tragen, um spielen zu können. Ja, das ist mal ein richtig guter Hinweis. Also brauche ich selber einen Becher und Würfel. Und hier sieht man ja auch schön als Deko. Da sind zwei Würfel und ein Würfelbecher. Das ist klasse. Oh, ich bin gespannt. Ich will würfeln. Schließlich habe ich ja dafür den Sound gemacht. So als kleiner, bescheidener Hinweis. So, wo geht's denn hier hoch? Wahrscheinlich in der Natur. Ja. Ja, ja, ja. In die Riesenratten-Natur. Warum habe ich denn nichts an? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Alarm! Alarm! Jetzt bin ich ein bisschen baff. Wieso habe ich denn nichts an? Ein ist viel weniger. Oh, Glück gehabt. Also ich war jetzt... Weg mit der Waffe! Ja, ist gut, Pablo. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, ja, Pablo. Geh mal aus dem Weg. Ich möchte die Ratte lünchen hier. Hallo. Ich hab doch schon die Waffe eingesteckt. Weg mit der Waffe! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Weg mit der Waffe! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Okay, Pablo hat jetzt die Animation verpasst. Ich habe ihm zweimal die Chance gegeben. Ich hätte ihn doch mal einen über die Rübe ziehen sollen. Ja gut, okay. Weiter bei den lustigen Menschen hier. Gucken wir mal. Können wir hier hoch? Nee, können wir nicht. Ach. Also, ich habe mich noch gar nicht hier weiter in eine Kneipe umgeguckt. Muss ich mir einprägen. Ah, Martha, renn doch nicht so. Warte mal. Martha rennt. Ich habe da mal eine Frage. Tut mir leid, Kleiner. Ich bin beschäftigt. Kleiner, was ist los? Warte Will mal. Die was? So. Du bist ein Söldner. Ja, hier war ich ja. Aber hier hinten war ich noch nicht. Gut, okay. Nur Betten. Eine Kneipe mit Betten. Hm, so eine Art verkapptes Hotel. Motel. Sodela. Hey, Anne. Hast was an der Backe? Krautsaft. Oh, ich bin so doof. Oh, hier gibt es wieder was zu lesen. Lesen wir mal. Die Goblins. Die Rasse der Goblins. Okay. Durchgelesen ging fix. Was haben wir denn hier? Fleischinger. Gibt es hier irgendwelche besonderen Bücher? Nein, gibt es nicht. Oh, Lamellenvorhang. Auch gut. Sehr modern. So, da hinten haben wir schon mal unseren Schmiedchen, aber trotzdem gucken wir mal, was sich hier im Gebüsch versteckt. Vielleicht versteckt sich hier was im Gebüsch. Nein, versteckt sich nicht. Hier liegt ein Hammer rum. Hier ist noch was, ein Rohstahl. Aha, hat er da versteckt und noch ein Rohstahl. Aber jetzt sind wir dran. Mit, wie heißt der? Vico. Nee. Doch, Vico. Vico. Hey du. Hi Vico. Was machst du? Ach, ich braue Bier für den König. Der säuft nur mein Bier, weißt du? Hör auf mit diesem Unsinn. Ich wollte nur... Verschone mich damit. Ich habe hier eine Menge Arbeit, also verzieh dich. Ja, ist ja gut. Dafür müsst du erst mal bezahlen für deine frechen Antworten. Also wirklich gut gemacht. Also ich bin immer überrascht, was es hier so alles gibt. Erkunden wir Adarmos und die Häuser, die Sachen, die es hier alles so zu natzen gibt, mit dem rohes Fleisch. Ja, ja, Adarmos. Du bist ein Hocker oder was? Ey, cool, Leute, guckt euch mal diese Annie an. Also ganz cool an den Holzplanken gelehnt, der Everaldo.
Ja, coole Sache das. Alles klar? Das werde ich dir gerade unter die Nase binden. Ich traue dir nicht. Mach, dass du wegkommst. Oh Gott. Dann hauen wir auch mal gleich ab. Melvin. Bestimmt ein Händler. Hallo, ich bin ein Reisender, der sich hier mit Proviant eindecken will. Was macht das Geschäft? Das Geschäft? Sieh dir doch dieses Kaff mal an. Ich habe kaum Kunden und meine Lieferanten wurden allesamt von den Korsaren abgefangen. Habt ihr denn keinen Jäger? Doch, wir haben einen. Aber der hat seine Klappe zu weit aufgemacht und was von Orks gefaselt. Rosh hat da ja den armen Trottel aus dem Dorf verbannt. Armer Kerl, was kannst du mir sonst noch über die Orks und die Korsaren berichten? Gar nichts, Mann. Gar nichts. Und was ist mit der Ork-Flotte? Wohin ist diese jetzt gesegelt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Das weißt du ganz genau. Warum willst du mir es nicht sagen? Ich kann dir auch gerne etwas Gold für die Auskunft geben. Also? Hör mal, wenn du mich noch weiter mit deinen Fragen löcherst, werde ich die Söldner zu Hilfe holen. Ich sage zu dieser Sache gar nichts. Verstanden? Ja, ist ja gut. Also mit ihm kann man Zeig handeln. Zeig mir deine Ware. Hat hauptsächlich Lebensmittel und was hat er dann noch? Apfelkompott. Das sieht nach Würfelbecher aus. Ja, den sollten wir mal hier mal kaufen. Sorry. Manchmal verfalle ich in irgendwelchen Dialekten. Und natürlich meine Würfel. Würfel in mancher Kneipe wird gerne damit gespielt. Würfel wie ein Amulett tragen, um zu spielen. Okay. Jetzt habe ich einen Würfelbecher. Und was machen wir als erstes? Ja, natürlich. Erstmal wieder finden, wo die Kneipe ist. Gleich mal würfeln. Ich bin gespannt. So, also. Die Würfel wie ein Amulett tragen. Also, welches Amulett könnte ich denn jetzt hier mal entbehren? Ja, ich kann ja nur eins tragen. So. Ach, und es ist gleich hier. So, Würfel ausgewählt. Aber Moment mal, was stand da gerade eben drin? Würfel in manchen... Ja, okay, das ist das gleiche, was ich eben schon gesehen habe. Ja gut, okay, dann wollen wir mal würfeln. Im Ego-Modus. Dale, hallo. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ende. Ach, ich habe natürlich die Zeiten wieder vergessen. Oh, meine Ungeduld. Und? Ihr Krug? Okay, alles klar. Haben wir den auch schon mal. Apropos Zeit. 10:27, was stand nochmal hier? 8 und Mitternacht. Zwischen 8 Uhr abends wahrscheinlich. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, dass wir dann mal bis abends schlafen. Bis Mittag 17, bis zum Abend schlafen. Ist das denn dann auch 8 Uhr? 20 Uhr, jawohl, 20 Uhr. So, hau nicht ab, du hast Warte hier... Mal. Aha. Wo läuft er jetzt hin? Salentin, okay. Nicht Valentin, sondern Salentin. Mal gucken, was er für einer ist. Ach, er ist ein Feldarbeiter. Hallo. Lass mich in Ruhe. Okay. Warte mal. Dale... Nee, das war jetzt nicht Dale. Ich habe jetzt hier die Martha gefragt, die jetzt auf den Tischen tanzt. Hey! Der Theke. Nö, es ist immer noch nichts. Dann versuchen wir mal Mitternacht. So, wo ist denn Dale? Der läuft immer noch rum. Hey, ich will mit dir würfeln. Okay, so viel zum Würfelspiel oder ich habe mich verlesen. So, dort kann ich ihn zwischen 8 Uhr und Mitternacht darauf ansprechen. Beim Spielen sollte ich besser... Genau, richtig. Ja, okay. Dann will er wohl nicht, ne? Wir haben es ja hier 0 Uhr 4. Da stimmt noch was nicht. Da stimmt noch was nicht. Och, ich schlaf doch wieder mal rum. Im hellen Licht ist es besser. Oder ist doch 8 Uhr morgens gemeint?
Sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Hier ist das Bett nicht angezeigt. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. So, da ist Dale. Mal gucken, wo er hingeht. Es ist 8.01 Uhr. Und er geht zu seinem Hocker. Okay. Nochmal. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ich hab doch einen Würfel. Ich hab doch auch alles angelegt, wie es sollte. Hier, die Würfel als Amulett angelegt. Ich hab auch einen Würfelbecher. Moment, den habe ich ja eben gekauft. Da, nee, das ist ein Bierkrug. Da ist er. Da ist der Würfelbecher. Oder muss ich den Würfelbecher ziehen? Nee, ich drücke, es passiert nichts. Dale, hallo nochmal. Nee, funktioniert nicht. Das Würfelspiel, schade, schade, schade. Das wird bestimmt noch verbessert. Ja, weiter geht's. Ich muss mal den Roche finden. So, Uber. Hier haben Vico von Bülow. Gott hab ihn selig. Hier kann ich auch was hängen bleiben. Schau mal her. Ah, hier gibt's Abby. Laborwasserflaschen. Und ein Alchemietisch. Das ist gut. Okay. Oh, das hätten wir geklärt. Bei Melvin. Okay. Der mich so blöd anguckt. Ja, da hinten ist ein. Da ist immer noch dieser. Everaldo, mal gucken, was es hinter ihm gibt. Ja, Van. Ja, toll. Bringt mal noch einen Schlückerl Van. So, und ich denke mal, dass Roche da am Tor steht. Bin mir nicht so sicher, aber ich will erstmal hier die Verstecke hier absuchen. Man weiß ja nicht, vielleicht ist ja hier irgendwas. Lalala. Nein, hier ist nichts. Okay, ist hier was in der Ecke? Eine Heilpflanze, na seht ihr. Haben wir noch alles geschafft. So, wer ist er denn hier? Gaston. Alles klar? Du bist besser nicht hierher gekommen. Ja, schön. Und nun? Kann ich hier rein? Okay, ich bin hier drin. Ja, wie sieht denn das hier aus? Seraphis. Ah, da hinten sind ein paar Viecherchen. Die sehen aus wie Mole Rats von weitem. Aber hier haben wir Schaf. Horst oder Liesel? Nein, Schaf. Schaf. Dunkelpilz. Und jetzt ist noch ein Schaf da. Auch gut. Oh, der hat ja einen tollen Namen. Carvalho. Jäger, ne? Hallo. Kannst du mir sagen, was hier los ist? Was suchst du hier? Geh! Ich wollte... Lass mich in Ruhe. Okay. Wer so unfreundlich ist. Dann wandern seine Kröten in meine Tasche. Mhm. 52 sogar. Ich finde das toll auf der linken Seite, dass das jetzt da eingeblendet wird. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen was... Was ist denn das? Ja, das hört sich nach Morad an. Oh, sogar auch hier ein Steinhorn Morad. Okay. Was haben wir hier im Baumstamm? Mhm. Hier haben wir was Eingeschüttetes, was Eingefallenes. Waldbeeren. Ich befinde mich hier in einem Busch voller Waldbeeren. Und da kommt ein Steinhaken-Molleut auf mich zu. Komm, beweg dich. Komm, stirb. Und leg dich hin. Hm. Okay, gibt wieder ein bisschen Fleisch. Also hier ist wirklich viel Waldbeerenkram. Zur Info, ich spiele die 2.5.5.7. Was ist denn da hinten? Sieht aus wie so ein Geist. Oder so ein Gerbständer. Na, gucken wir erstmal hier lang. Also hier gibt es schön viele Sachen zu looten.
Das kann ich nur zum Guten halten. Wie hieß das? Oh, irgendwas. Ach, Rabenkraut, okay. Das muss ich im Schnitt immer nachgucken. Und hier ist noch ein Pilz. Ein Pilz. Ein Butlerfleisch. Da hinten schwebt noch so eine lustige Blutfliege. Ich denke mal, was ist denn das für ein komischer Baum? Mangrovenbaum? Hm. Agavendicksaft? Nein. Nepperkraut. Waldbeere, was ist hier alles? Also hier ist wirklich, hier kann man echt, ja, richtig schöne Kräuterchen looten. Ja, dann merken wir uns die Stelle, wo wir dann gleich weitermachen. Weil da hinten schwebt sich noch ein Fliegelchen rum. Und zwar eine, ah, das wird bestimmt eine Giftfliege sein. Ja, und ich habe mal wieder richtig schön einen auf die Omme gekriegt, was Gift angeht. Nevergrout, das ist die Sonne, die reflektiert. Ja, schade, dass das hier so ein Fehlerchen ist. Aber da kann man mit leben. Jetzt hier irgendwo noch weiter. Hey Kumpel! Bist denn du für eine? Eine Morasch. Sorry. Eine Morascheuche. Ich kenne nur Vogelscheuchen, aber die Morascheuche mit dem Schädel oben drauf. Morraschädel. Das heißt, sie könnten Orks sein oder was? Nee, da gehe ich noch nicht hin. Das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Aber ich bin gespannt. Ja, ups, hier sind noch mehr Waldbären. Was mich interessieren würde, ist, wo ist denn der Bauernhof? Wo ist das Feld? Wo sind die Arbeiter, die nicht, die lustigst vor sich hin arbeiten? Da ist nicht zu holen. Ach so, ja, richtig, das war die Giftfliege. Ich dachte, da wäre irgendwas Rotes zu looten. Ah, hier gibt es Feld. Also jede Menge Kräuter. So, ein Schnäbbelkraut, richtig. Und gucken wir mal hier, ob es ja hier ist das gleiche. Waldbeere, Weidenbeere. Yeah. Yep. Ach, das ist gut. Seraphis. Auch das seltene Seraphis ist hier vorhanden. Aber Velayavis, oder wie das heißt, habe ich noch nicht gesehen. Ist auch logisch angebracht, dass die Bären hier in den Büschen sind. Da hinten ist was. Apropos Bären. Vielleicht mampfen wir ein bisschen was, aber wir behalten erstmal die Bären vorsichtshalber und essen ein bisschen Fleisch, damit wir das Getier da hinten mal erledigen können. Das sieht aus wie ein Wolf. Es ist ein Wolf. Oder sind es zwei? Da ist nur einer. Ein kräftiger wilder Wolf. Okay, da kann sich jetzt nicht entscheiden. Ui, der ist doch kräftig und wild. Hm? Okay. Neben Rüstungen, Gürteln, Ringen und Amuletten erhöhen auch Helme und Schilde deine Waffen. Waffenschutzgeschichten, denke ich mal. Dann gucken wir mal, ob ich den Wolf nicht noch mit einem Pfeil erledigen kann. Hier, gucken wir erstmal überhaupt, was hier so alles rumkreucht und fleucht. Giftfliegen, Lichtfliegen, Lichtfliegen. Heftiger wilder Wolf. Ich will auch wenigstens. Nö, das will er auch nicht. Bekämpfe erst die Korsaren, wenn du alles über. Ja, die Schrift ist ein bisschen schlecht zu erkennen. Aber man kann ja stoppen. Und bevor ich den Wolf hier erledige, verabschiede ich mich für diese Folge auf Adamos. Macht's gut, gebt einen Kommentar, macht einen Daumen und
viel Spaß und tschüss.